Eine Explosion und dann ein Feuerball, der über die Landebahn schießt. In Tokio ist ein Passagierflugzeug in Brand geraten, als es gerade am Flughafen Haneda in der japanischen Hauptstadt ankam. ...379 Menschen waren an Bord des Japan Airlines Flugs. Ein Passagier filmte mit seinem Handy. Auch das Feuer außerhalb der Kabine ist auf den Aufnahmen zu sehen. Nachdem das Flugzeug zum Stehen gekommen war, evakuierte die Crew die Passagiere aus der brennenden Maschine über die Notrutschen. Schon währenddessen begannen die Löscharbeiten, aber das Flugzeug brannte weiter aus und wurde stark beschädigt. Alle 379 Passagiere und Besatzungsmitglieder wurden in Sicherheit gebracht. Über mögliche Verletzte gibt es bislang keine Angaben. Zur genauen Unglücksursache gibt es noch keine offizielle Mitteilung. Laut Medienberichten ist das Passagierflugzeug aber mit einer Maschine der Küstenwache kollidiert. An Bord dieses Flugzeugs sollen 6 Menschen gewesen sein. 5 von ihnen sollen tot sein. Der Pilot sei zudem schwer verletzt.